Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zu Game of Dwarves. Jo, wir starten wieder mitten in die Katakomben rein, in die Catacombs. Wir haben uns ja mittlerweile hier schön etabliert und alles. Das bisschen Gold da hätte ich vielleicht schon ganz gerne, aber ich will die armen Gnomen hier nicht stören. Und ja, hier läuft eigentlich alles. Nahrungsmittelmäßig und so weiter. Jo, wir müssen als nächstes gucken, dass wir die Löcher zubauen, die ich noch nicht zugebaut habe. Und mit dem kleinen Bug hier zurechtkommen. Das hat sich wohl erledigt, da ich das neu starten mit dem Bug, dass ich hier nicht mehr alles zugleistern kann. Jo. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe, glaube ich, gesagt, ich will hier hinten den Gang nach unten machen. Aber bevor es nach unten weitergeht, geht es erstmal nach oben weiter. Jo. Nämlich will ich mich kurz hier reingraben. In den Nachbarraum hier. Und aber kurz gucken, wie mein Militär so aussieht. Oh, hi, untote Wölfe und Orks. Ihr habt hier eine sehr schicke Gruft. Ja. Ich glaube mal, bevor ich mich hier mit denen anlege, heißt's Training, meine kleine Armee ein bisschen verbessern, hochpimpen. Also drei Sch Trainingsfiguren. Und ihr könnt trainieren gehen. Und wenn alle drei so auf Level 10 sind, werde ich sie mal darüber schicken. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, wo muss ich überall stopfen? Hier muss ich stopfen. Das ist aber weniger das Problem. Ich kann noch keine großen Holzpflanzen. Das ist eher das Problem. Ich glaube, dafür müsste ich erst die nächste Stufe hier erreichen. Am besten durch Gelehrtenspezialisierung. Das sollte ich so schnell wie möglich machen. Und ja, ich schnappe mir mal doch einen Bergarbeiterzwerg, der für mich hier die beiden Blöcke ausgräbt. Das wollte ich eigentlich nicht. Die Gnomen nach da unten buxieren. Aber hey, das haben wir gleich. So, jetzt können sie eigentlich theoretisch wieder da hochklettern, genau. Wir können. Ihr hier zwei Holzbrücken hinsetzen als Ersatz für den Boden. Dann können nämlich meine beiden Bergarbeiterzwerge hier in Ruhe schaffen. Und die kleine Silberader hier ausgraben. Ja, ist ja genug Silber hier drin. Und hinterm Silber sind auch ein paar Steine. Und hier gibt es auch noch etwas Silber.
So, ihr seid noch fleißig am Trainieren. Du bist sogar schon Level 11 geworden. Ja, lauter kleine und nicht ganz so kleine Vorkommen. Die sind eigentlich größer als erwartet. Das sind alles 3x3 Cluster, so wie das aussieht. Das hier ist sogar... Nee, das ist nicht größer. Das ist auch ein 3x3 Cluster. Na, ist eigentlich recht gut. So, hier oben müsste ich anfangen zu stopfen. Dass ich wenigstens das schon mal gestopft hätte und das gestopft hätte und das hier gestopft hätte. Ich glaube, hier fange ich auch an zu stopfen. Weil Holz nehme ich ja jetzt genug ein. Und eigentlich möchte ich erst zu der Kosteneffizienz mal wieder, bevor ich irgendwas anderes erforsche. So, buddel das noch aus. Dann können wir uns hier auch wieder verziehen. So, dankeschön. Jo. Ja, ich habe alles mit ein paar Steinsäulen und so verziert. Oh, ach ja. Hier könnte ich ein paar weitere Verzierungen hinstellen. Und zwar hätte ich gerne solche Statuen erstmal. Und in die beiden Ecken könnte eigentlich auch noch was. Wobei ich hier wahrscheinlich noch eine Truhe hinstellen werde. Was ich auch gleich machen kann. So. Gucken wir mal, was wir sonst noch so an Verzierungen hätten. Nicht Feuerschalen, sondern hier. Wir könnten eine legendären Henkelkrug aufstellen. Oder einen Festtagskamin. Nein. Eine Trophäe. Rubin auf Podest. Nö, ich stelle da den legendären Henkelkrug noch hier in die Ecke. So, dass der König was hat, woraus er trinken kann. Gut. Als nächstes müssen wir uns unbedingt um die drei da kümmern. Also bessere Schlafsäcke, wenn wir es nicht brauchen. Da fehlen noch genau 10 Punkte. Jo. Und dann können wir unten die Spezialisierung weitermachen. Guter Plan. Aber erstmal mache ich hier noch das Loch zu, dass wir hier das Labor abschließen können. Das ist nämlich für mich immer so das Zweitwichtigste, das Labor fertig zu kriegen, bevor wir dann den... Also erst den Thronsaal, dann das Labor. Wobei der Spawnraum auch wichtig ist, aber der Spawnraum ist ja schon fertig. Genauso wie das, wie der Thronsaal. 2000 Güter dürften uns auch reichen. So, das heißt, wir können hier die Wände fertig machen. So, und damit ist das Labor fertig. Yay. Das heißt, das nächste machen wir wahrscheinlich dann hier zu, hier in der Ecke. Und dann den ganzen Rest. Also gerade so die Bodensachen, die mache ich peu à peu zu. Gerade das hier zum Beispiel. Das hier kann ich zuerst zumachen, das sind nur 6 Blöcke. Wobei das hier oben 5 Blöcke sind und das hier 4. Und das hier 3 Blöcke, ja. Also erst oben zumachen, dann kann ich mich um den Boden kümmern. Und hier können wir auch ein bisschen zumachen.
Aber das sehen wir dann später. Da haben wir übrigens auch noch 5 Blöcke, die wir zumachen müssten. Ja. Alles mit der Zeit aber. Wie gesagt, erst oben rum zumachen. Die, die und die. Und dann können wir den Rest zumachen. Ich hätte erstmal gerne noch ein paar Trainingsfiguren. Und dann gucken wir mal kurz nach oben. Da oben habe ich, glaube ich, schon alles leer geräumt in der letzten Aufnahmesession. Ja, sieht danach aus. Ich habe ja auch gesagt, in der Mission haben wir gar keinen Weg nach oben. Was jetzt auch nicht weiter schlimm ist. So, ihr trainiert fleißig. Wie sieht es mit meinem Jungzwerg aus, der hier irgendwo rumwuselt? Ah, du bist schon Stufe 4. Das heißt, du qualifizierst dich jetzt schon mal fürs Militär. Und dich halte ich mal. Wow, das war jetzt gerade irgendwie ein Lag. Vom Training ab, wollte ich sagen. Aber du willst weiter trainieren, also spendiere ich dem Ganzen nochmal ein. Eine Trainingsfigur. Ich hoffe, es war nur der Lag, hat mich mal in der Aufnahmesession kaputt gemacht. Das würde ich nicht schön finden. Weil im Training bist du definitiv schneller, als wenn du als Jungzwerg darauf wartest, dass du stärker werden sollst. So, du wirst zum Speerwerfer. So, gut. Jetzt trainiert ihr noch einmal hier an den Figuren. Während ich mir überlege, was so noch zu tun ist. Also auf jeden Fall erstmal in Richtung Kosteneffizienz. Wobei, ich wollte erst zur Gelehrtenspezialisierung, oder? Jo, Level up für dich. Ja gut, also erst die 3 Punkte für die Gelehrten-Spezialisierung, weil wenn ich die Gelehrten dann vor allem hier meinen 12er upgrade, wobei ich eher einen von den niedrigeren upgraden sollte. Damit die schneller aufsteigen können. Ja, ganz guten Forschungstische kann ich ja noch nicht. Einer schläft von ihnen. Du bist schon Level 13 geworden. Du gehst voll ab als Fernkämpfer. Und damit ist die erste Trainingspuppe, die wir als letztes gebaut haben, schon mal kaputt gegangen. Macht ihr beide hier jetzt so eine Art Drill oder was? So, bald haben wir den nächsten Punkt. Wir kriegen ja auch zum Glück durch unseren Prinzen schneller Forschung rein.
Wodurch er auch immer Erfahrungspunkte kriegt.